Wasser. Und deswegen auch jetzt den Unfall gegeben. Die Unfallstelle ist geräumt, der Verkehr kommt langsam wieder ins Laufen. Die B31 Richtung Donaueschingen zwischen Titisee-Neustadt und Dockingen hier stoppt. Und die B317 noch Titisee-Neustadt-Lörrach zwischen Bärental und Hitzenfeld B317. In beiden Richtungen ist hier die Durchfahrt für Lkw über 7,5 Tonnen gesperrt. Achtung! Freiburg zwischen Geisingen und Löffingen 15 Kilometer Stau, 40 Minuten Wartezeit und schließlich